Hallo und herzlich willkommen bei meinem heutigen Video. Schön, dass du da bist. Heute geht es nämlich um das Thema Glück. Glück durch Konzentration. Und ich habe mich damals gefragt, wie schaffe ich es mehr, Glück in mein Leben zu ziehen? Wie schaffe ich es, glücklicher zu sein? Und als allererstes habe ich mir für mich die Frage beantwortet, und das würde ich dir auch empfehlen, was bedeutet Glück für dich? Was bedeutet es für dich, glücklich zu sein? Was muss das Universum dir bringen, damit du glücklich bist? Denn das ist, finde ich, das allererste, was man für sich einfach mal klar haben sollte. Was bedeutet Glück eigentlich für mich? Und ja, ich wollte damals glücklicher sein, also habe ich mich auf die Suche nach dem Glück gemacht und bin dann darauf gestoßen, dass man seine Bewusstseinszustände erhöhen muss, um glücklicher zu sein. Und ich habe mich damals gefragt, was bedeutet es denn, die Bewusstseinszustände zu erhöhen, um glücklicher zu sein? Und nach weiterer Recherche und nach unendlich vielen Büchern und Filmen war für mich dann klar, okay, ich will die komplette, volle Erleuchtung, denn dann bin ich glücklich. Das ist der absolut höchste Bewusstseinszustand, den man erreichen kann und den ich erreichen möchte. Und in meinem Kopf war, ich möchte erleuchtet sein, um glücklich zu sein. Und nach einiger Zeit habe ich aber dann auch gelernt, dass ich Bewusstseinszustände, höhere Bewusstseinszustände ganz einfach erreiche durch Konzentration. Und das hat mich erstmal zurück in die Schule versetzt, weil Konzentration war ein schwieriges Thema für mich. Ich hatte nämlich eine Konzentrationsschwäche und ich war nicht in der Lage, den Lehrern zuzuhören. Ich war nicht in der Lage und ich wollte vielleicht auch nicht. Und ich habe mir immer wieder gedacht, oh, wenn ich nur Bewusstseinszustände erreichen kann, indem ich mich konzentriere, habe ich ja schon verloren, weil ich bin ja gar nicht in der Lage, mich zu konzentrieren. Und dann habe ich Konzentration aus einem völlig neuen Blickwinkel kennenlernen dürfen, und zwar in Form einer Meditation. Und in buddhistischen Texten steht geschrieben, dass die Konzentration, die Meditation mit Konzentration der Reinigung dient. Und zwar der Reinigung des Geistes und der Seele, der Reinigung in Form von Loslassen. Loslassen von alten Dingen, die einem nicht mehr dienlich sind, alte Glaubensmuster, Ablenkungen, all das loslassen. Und klar, das war all das, was ich wollte. Also wusste ich, was ich dafür tun musste, und zwar mich konzentrieren. Und wenn du auch höhere Bewusstseinszustände erreichen möchtest, um glücklicher zu werden, dann kannst du das schaffen, indem du dich konzentrierst. Und wenn du dich hinsetzt und mit der Meditation beginnen möchtest, dann kannst du dich auf deinen Atem konzentrieren oder auf ein Musikstück oder einfach auf deinen Körper. Und vielleicht wird es passieren, dass in den ersten Minuten dein Verstand dir meint zu sagen, was du nicht alles vergessen hast. Vielleicht hast du vergessen, den Müll rauszubringen. Vielleicht möchte dein Verstand jetzt auch wissen, was du heute zu essen kochst. Vielleicht tut aber auch gerade irgendwas am Körper weh und dein Verstand denkt, oh, wenn mir was weh tut und ich so nicht sitzen kann, dann kann ich mich auch nicht konzentrieren. Das sind alles Dinge, die dein innerer Papagei dir einfach nur erzählt. Du hast dir aber jetzt in dem Moment vorgenommen, dich zu konzentrieren, und das ist das Schwierige. Am Anfang ist es mir ganz, ganz oft passiert, dass ich einfach aufgestanden bin. Dann habe ich den Müll rausgebracht, dann habe ich überlegt, was ich zu essen koche. Ich habe all das gesagt, was mein Verstand mir gesagt hat, aber ich habe es nicht geschafft, mich zu konzentrieren. Ich habe mich immer wieder ablenken lassen, bis ich irgendwann so wütend über mich selber geworden bin. Und dann habe ich mir vorgenommen, so, jetzt setze ich mich hin und konzentriere mich auf meinen Atem. Und das habe ich 10 Minuten lang gemacht. Und ich wurde immer und immer wieder abgelenkt. Und das ist auch, ich meditiere jetzt schon seit, keine Ahnung, 5 Jahren ungefähr oder 6, weiß es gar nicht mehr. Und es passiert mir auch heute noch, dass mein Verstand meint, mich davon ablenken zu müssen, mich zu konzentrieren. Und es ist immer noch eine Arbeit für mich, darauf zurückzukommen, zu dem, auf was ich mich konzentrieren möchte. Und ich merke immer wieder, umso mehr ich es schaffe, Schritt für Schritt bei jeder Meditation mich schärfer zu konzentrieren, umso glücklicher und zufriedener werde ich. Und die Buddhisten sagen, dass man in einer Meditation, in der man sich 100% voll konzentriert, man in der Lage ist, zu dem zu werden,
eins zu werden auf das, was man sich konzentriert. Dann fühlst du nicht mehr den Atem, dann konzentrierst du dich nicht mehr nur auf den Atem, dann bist du der Atem. Wenn du dich auf deinen Körper konzentrierst, dann fühlst du nicht nur deinen Körper, dann bist du dein Körper, dann bist du voll und ganz im Hier und Jetzt verschmolzen. Und wenn man das mit der Konzentration in der Meditation schafft, dann sagen die Buddhisten, das steht in buddhistischen Texten, dass man es schafft, zu Licht zu werden. Und das habe ich auch in einzelnen Meditationen, habe ich das schon wahrgenommen. Leider auch nicht immer. Aber in einigen Meditationen durfte ich das schon wahrnehmen. Ich habe Licht gesehen. Und irgendwann habe ich das Licht nicht nur gesehen, ich habe das Licht gefühlt und ich war das Licht. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn man es schafft, sich zu konzentrieren und schafft, eins mit dem zu werden, mit dem, womit man sich konzentriert, auf was man sich konzentriert, dann schafft man es auch 100% eins zu werden mit dem, was man ist. Und wenn du magst, dann konzentrieren wir uns jetzt einfach einmal nur auf den Atem, damit du spüren kannst, wie sich das anfühlt. Und sollte dein Verstand dir kleine Streiche spielen wollen, dann sag ihm immer wieder, du darfst mir gerne alles sagen, wenn ich mit meiner Konzentration fertig bin. Im Hier und Jetzt muss ich nichts tun, ich möchte mich jetzt einfach nur konzentrieren. Und wir konzentrieren uns jetzt. Konzentriere dich einfach nur auf deinen Atem. Ein und aus. Kehre einfach immer wieder mit deiner Aufmerksamkeit zurück zu deinem Atem. Ein und aus. Ziehe deine Konzentration immer wieder zurück zu deinem Atem. Ein und aus. Verschmilze mit deinem Atem. Ein und aus. Wie hat es sich für dich angefühlt, voll und ganz konzentriert zu sein? Dich voll und ganz auf deinen Atem zu konzentrieren? Hast du bestimmte Erfahrungen gemacht? Konntest du was sehen? Konntest du was fühlen? War es am Anfang schwierig für dich? Schreib mir ganz gerne in die Kommentare, wie du dich gefühlt hast bei deiner ersten Konzentrationsübung. Und ich verspreche dir, wenn du das übst, dich zu konzentrieren, dann wirst du dich ganz automatisch glücklicher fühlen, glücklicher sein und mehr Glück in dein Leben ziehen. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Wenn dir das Video gefallen hat, habe ich ganz vergessen, dann mach mir doch gerne einen Daumen nach oben. Schreib mir in die Kommentare, was du für dich mitnehmen konntest. Und wenn du Fragen hast, kannst du die mir auch gerne unter meiner Webseite www.danieladrinkmann.com stellen. Und so, jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.